Ja, ich bin's wieder, euer Rolf. Und ihr wisst ja, sollte der Roller nicht mehr laufen, müsst ihr euch nicht gleich besaufen. So, ja, ich muss mich ein bisschen klein machen. Schon wieder die TPH, werden viele sagen, ne? Ja, hat er nur eine Karre, die er repariert, jahrelang macht er daran rum. Nein, wir haben hier folgendes Problem. Das Ding ist top, hat aber zwei Tanks und dieses Problem mit den zwei Tanks haben sehr viele. Nur eine Lösung habe ich bisher noch nicht irgendwo gesehen. Da müssen wir jetzt mal beigehen, weil du musst bei dem Teil alle 50 Kilometer mal zur Tankstelle fahren. Ja, da musst du eventuell auch immer die Scheckkarte dabei haben, weil Benzin ist ja nicht gerade günstig im Augenblick. Ja, ne, an der Karre geht alles. Ne? Ja, ich drehe mal den Schlüssel rum, ne, weil das Ding ist. Ja, wo bin ich denn? Das Ding ist so geil. Und ist jetzt ein bisschen laut, aber. Er hat so einen Dampf in den Arsch, das macht so einen Spaß. Natürlich ist er Baujahr, glaube 96 oder so. Auf jeden Fall hat er schon ein paar Tage auf dem Buckel. Ist ein Zweitakter. Und der tut sich auch ein bisschen was rein. Ne? Mit 2 Liter oder so ein Kram. Ja, da hast du den hier. So, das Schöne ist, man muss jetzt alles abmachen wieder. Ne? Ja, man muss nämlich hier ran. Hier runter ist der zweite Tank. Dazu muss alles runter, ne? Und ganz zu schweigen davon, das könnt ihr jetzt nicht sehen, das zeige ich euch nochmal, hat wieder einer einen Neidkratzer reingemacht. Ne, seht ihr das? Der stand ganz normal auf dem Bürgersteig an der Seite, auf einem sehr breiten Bürgersteig. Ne? Ja, und das war also noch nicht, ne? Ist keine Schönheit, aber so ist es auch nicht schön. Ne? Also da muss ich nochmal ein bisschen raufspritzen, glaube ich. So, auf die Knie, du Sau. Ja, oh, darf man nicht sagen. So, ich habe hier jetzt alles abgebaut. Oder, ja, meine Einzelmännchen haben alles abgebaut. Ne? Und dann müssen wir hier diese Platte runternehmen. Und dann kommt die Stunde der Wahrheit. Oh, die Schläuche von Kesselede. Oder auch Arsch. Ingo, ja, grün. Und warum grün? Grün ist die letzte Hoffnung. So, hier sehen wir jetzt diese ganzen grünen Schläuche. Hier sehen wir eine Pumpe. Das könnte zum Beispiel schon mal eine Schwachstelle sein, diese Pumpe. Hier sehen wir, dass wir nichts sehen. Ne? Hier ist nämlich nichts drin. Ja, das hier, ne? Seht ihr, hier geht das auch noch hoch. Das ist dieser Tank. Mal hören. Ja. Ich habe gedacht, wenn ich anklopfe, kommt was raus. Ne, oder wer raus? Der hört sich leer an. Ne, normalerweise müsste der voll sein. Hier ist auch noch ein Schlauch, der das transportiert. Dann hier in den Tank rein. Aber irgendwas transportiert er ja wohl nicht. So, der Tank geht hier unten lang. Jetzt muss man die Vorderfront auch noch abnehmen. Geht hier hoch. Seht ihr? Ist das ein geiler Tank? Ja, der ist ungefähr 1 Meter lang und hat tausende Ecken. Ja, so einen Tank wünscht sich doch jeder. Dann geht das hier unten weiter. Hier seht ihr wieder die Schlauchparade. Dann geht das hier hoch. So, Leute. Ja, gewerkschaftlich geregelte Pause. Ja, muss ich noch machen. Hier schnell Kaffee trinken. Ja, Vergaser geht ja mal gerade da. Ja, die nächste muss sie wieder ran. Ne? Und hat hier mitgebracht, hier. Ja, Leckerli. Keine Rumkugeln, aber wir haben mit Pfefferminz. Das hat den Vorteil, wisst ihr, ist wie Mentholzigaretten. Das macht doppelsüchtig. Schnell noch eine reinschieben und dann gut. Guckt euch das mal an, sieht das ekelhaft aus mit diesen weißen Armen. Das machen ja immer unsere. Unter uns sitzt hier so wegen den Emotionen unsere ausländischen Mitbürger. Ja, wenn da was im Bogen läuft, dann sagen die ja immer, viele sagen jetzt so eine Kartoffel, gibt aber auch manche, die sagen Weißbrot. Ich sehe aus wie ein Weißbrot, also ab hier. Haben wir hier noch die Schläuche, die auch zum Vergaser natürlich gehen und zum Benzinhahn.
Dann seht ihr, hier kommt das Ganze an, hier ist der Unterdruckbenzinhahn, hier ist dieses große Verbindungsstück, was nach unten geht. Wir werden jetzt beigehen und alle Schläuche komplett wechseln. Ja, nicht weil die grün sind und von Ingo, nein, weil man da nicht sehen kann, ob das Benzin fließt. Und deswegen machen wir durchsichtige Schläuche dran, überhaupt den Weg zu verfolgen vom Benzin. Wir machen jetzt Folgendes, wir wechseln die Schläuche aus in diese durchsichtigen Schläuche, damit wir sehen, ob hier was fließt. Das machen wir aber stückweise, das heißt zuerst diese ganzen Verbindungen, dann die, damit wir nicht durcheinander kommen. Immer einen nach dem anderen, sonst habt ihr nachher da zig Schläuche liegen und wisst nicht mehr, wo die hingehören. Und deswegen nicht so eine Scheiße machen. Einen wechseln, dann die nächsten, unten anschließen, oben anschließen und weiter. Und der nächste dann. So, ich habe jetzt mal den Motor angemacht und jetzt sehen wir, dass hier Sprit fließt. Das ist schon mal gut. Dann hier können wir auch sehen, dass hier Sprit durchfließt. Das sieht alles gar nicht schlecht aus. Ich hoffe, dass das Problem vielleicht schon erledigt ist. Dann hier seht ihr auch, dass da Sprit durchgeht. Das sieht alles nicht schlecht aus. Ich drücke mal die Daumen, dass es das war. So, ihr seht jetzt, dass wir hier die ganzen Schläuche gewechselt haben. Ein Stück haben wir hier dran gelassen, weil es sieht so aus, als wenn alles funktioniert. Was ich euch noch sagen wollte, ist ganz wichtig. Jetzt kommt hier der Fußraum rein. Deswegen haben wir diesen Schlauch zum Beispiel jetzt hier drunter gelegt. Weil es ist ganz klar, in dem Moment, wo der Fußraum reinkommt, könnte es sein, dass er hier Schläuche zusammendrückt. Das wäre natürlich problematisch, ne, wenn da dann irgendein Schlauch nicht mehr richtig fließen kann. Kann auch sein, dass nur da das Problem war. Weil das ist hier der Fußraum und ihr seht, dass hier immer jeweils so eine Teile zwischen sind. Hier sind sie zwar ein bisschen tiefer und es könnte aber sein, dass irgendwas hier einen Schlauch abgedrückt hat oder ähnliches. Ne? Nichts Genaues weiß man nicht. Hier seht ihr jetzt jeweils die ganzen Schläuche, die wir entfernt haben. Die sind immer jeweils mit Strapse zugemacht. Jetzt könnt ihr sagen, warum. Das Problem ist, dass es zwei Größen von Schellen gibt. Die einen sind zu eng und die anderen sind zu weit. Und die üben nicht genügend Druck aus. Und deswegen haben wir dann Straps genommen. So, jetzt kann man sehen, das ist schon soweit jetzt fast alles zusammengebaut. Ne? Insofern ist es okay. Nur wir haben da noch ein Problem mit dem Schloss. Das muss ich auch noch klären, dass das Helmfach vernünftig wieder aufgeht. Das muss ich immer mit dem Schraubenzieher machen. Das ist jetzt auch nicht so schön. Nee. Und jetzt regnet's. So, es regnet so ein bisschen. Oh, wie schön, oh, wie fein, dass keiner weiß, dass ich Rumpelroller heiße. So, ich mache hier die Klappe mal zu. Ne? Wir starten nochmal. Ich muss das immer hören, ja. Er möhnt so ein bisschen, ja. Das ist wie ich, wenn ich zu viel quatze. Ne? Aber ich glaube, das Problem ist erledigt. So Leute, guckt mal weg. Ich sehe aus wie ein Weißbrot. Ne? Ja, hier, das ist doch ekelhaft. So, ich mache jetzt mal ein bisschen Sprit drauf. Ja, damit wir das auch wirklich dann testen können, ne? Wenn jetzt hier die Kleinigkeiten noch gemacht sind, ne? Ob er jetzt wirklich auch auf den zweiten Tank zugreift, deswegen mache ich jetzt hier ein bisschen Benzin drauf. Ne? Und nehme natürlich trotzdem 1 Liter in Reserve mit. Ich habe da so eine kleine Pulle. Ja, nicht, dass ich wieder dreimal stehen bleibe oder so. So, Sprit habe ich nachgefüllt. Jetzt gucken wir mal. Normalerweise war das immer so, wenn er bei halb war, dann war Ende, weil der zweite Tank eben nicht dazu kam. Jetzt ist er auf Viertel voll. Ich nehme natürlich den Liter Reserve mit, habe ich ja schon gesagt. Damit bei halb hat er normalerweise dann immer, blieb er stehen, dann musste ich was nachladen. Ich hoffe, dass das jetzt erledigt ist, weil der Besitzer ist jetzt schon ganz heiß und will den unbedingt wieder haben.
Gut, 2 Jahre hat er jetzt das nicht so gemerkt. Aber jetzt hat er gesehen, was das für eine Karre ist, wie die rennt. Ne, und hat gesagt, will ich haben, soll ich die nach Hause fahren? So, ich werde die Rolle jetzt nochmal anmachen. Dann könnt ihr hier sehen, dass jetzt aus allen Schläuchen der Sprit fließt. Das geht hier nach unten und so, das kann man dann gut sehen, ne, weil wir jetzt durchsichtige Schläuche haben. Also an die Karre, Schlüssel natürlich rum. Seht ihr, das springt auch sofort an. Wenn wir jetzt hier gucken, das ist normal. Aber hier hinten, das für den unteren Tank, da kann man das sehen. Wenn ich Gas gebe, sieht man das noch ein bisschen mehr. Also der Sprit fließt jetzt auf jeden Fall im unteren Tank. Ich werde dann gleich eine Probefahrt machen, aber mindestens 30 oder 50 Kilometer. So, wenn wir jetzt hier schauen, sehen wir, hier wurde mit Heißklebpistole gemacht. Hier ist es abgegangen. Da ich keinen Strom habe, nehme ich jetzt Panzerband und mache Panzerband darüber, von innen natürlich. So Leute, ja, jetzt hier der Cleaner, ja, ne? Wisst ihr ja alle, ne? Ich bin ja so clean, ne? Ja, da kenne ich gar nichts. Ich mache alles clean jetzt und putze das Ding jetzt nochmal hier so ein bisschen, ja, hier drüber, ne? Und so, damit man so ein bisschen den Staub, den er jetzt in den ganzen Jahren angesetzt hat, runterkriegt, ne? Und dann muss ich jetzt gleich beigehen und eine schöne Probefahrt machen. Ja, da freue ich mich schon besonders drauf, ne? Habe ich ja schon gemacht, aber jetzt hoffe ich, dass alles funktioniert. Rang. Jetzt so unter uns hört sich das geil an. Ja, das ist die Zweitakter. Au, wir haben Schraube vergessen. Ich höre sofort, dass es klappert. Ne? Und ich werde jetzt gleich, ich mache den nochmal aus, wegen den Nachbarn. Ja, ich werde jetzt gleich, ne, fahre ich den bei mir vor der Tür und dann mache ich heute Nacht im Dunkeln. Eine schöne Probefahrt, ne? Ja, ich bin ja so ein Nachtmensch, ne? Nachts sind nicht so viele auf der Straße und so. Und da kann man auch denken, mal so ein bisschen in der 30er-Zone kann man auch mal 33 fahren, ne? Ich wünsche euch allzeit gute Fahrt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal oder vielleicht auch beim Rollertreffen. Ja, wenn ihr es schafft, ja, macht euch keinen Stress, ne? Ja, kommt mit eurem Ferrari, mit dem Flugzeug, mit dem Kreuzfahrtschiff, mit dem Wohnwagen, wie ihr möchtet, ne? Hauptsache ihr kommt. Und wenn er nicht kommt, dann werde ich damit auch leben. Ich wünsche euch allzeit gute Fahrt. Bis dann, euer Roller Rolf. Ja, wegen der Raucherlobby. Ja, schnell noch. Ja, ne? Raucherlobby hat gesagt, die sponsern mich jetzt demnächst. Ja, die wollen mir ein Pferd schenken. Ne, kennt ihr ja beim Marlboro da, ne? Ja, alle Raucher reiten, ne, wie Zorro im Wilden Westen rum. Ne? Ich mache jetzt eine kleine Pause nochmal. Ja, lasse das alles nochmal auf mich einfließen. Trinke den kalten Kaffee, ja, den Vergaser, geht er mir gebracht hat. Ja, wenn man 22 Jahre zusammen ist. Was will man erwarten, ne? Der Alltag hat zugeschlagen. Aber, ne, das ist Liebe. Ja, so unter uns jetzt hier, wegen den Emotionen. Ja, demnächst kommt dann auch wieder Vergasergitter. Ja, mit was ganz Schönen. Ich könnte euch jetzt ja verraten, was das ist, aber das ist so schön. Ne, ich sage nur eins. Fängt mit dem Haar an und ist alt, ne, also so wie ich, und schön.